Es geht jetzt um die Koranverteilung. Ja? Und eigentlich wollte ich eine Botschaft geben an die Muslime, die motiviert sind, die an diesem Projekt teilnehmen und mitmachen. Und dann eine Botschaft an die, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, mir fehlen die Worte. Wie soll ich sie nennen? Hast du eine Idee? Wie soll ich diese Leute nennen? Die jetzt versuchen, die sich Muslime nennen und die Leute davon abhalten wollen, den Koran zu lesen. Wie soll man die nennen? Hast du eine Idee, wie man die nennen sollen? Also Leute, die sich, ich bin sprachlos, ja, dass es Leute gibt, die sich Muslime nennen oder die sich sogar Zentralrat der Muslime nennen, ja, und praktisch mit ihren Worten sagen, es wird nur anders formuliert, die Deutschen sollen den Koran nicht lesen. Ja. Wir haben in Deutschland 84 Millionen Menschen ungefähr, davon circa 79 Millionen Kuffar, ungefähr, Pi mal Daumen, ja. So, und du sagst jetzt ja, wir machen mit gutem Charakter Dauer. Ja, mit welchem guten Charakter? Wie willst du mit den Muslimen, wo 90% den Islam nicht praktizieren? Ich weiß nicht, wo die leben, ob die im Wald wohnen oder die so einen Schwachsinn labern oder ob die überhaupt auf diesem Planeten leben, geschweige denn in Deutschland auf den Straßen. Ja, die Gefängnisse sind voll mit jugendlichen Muslimen, Drogendealer, Zuhälter etc. Ja, 90% der jugendlichen Muslime, wenn wir hochgreifen, wenn wir es positiv sehen, beten nicht. Ja, mit welchem Charakter willst du 79 Millionen Menschen vom Islam überzeugen? Ja? Aber zur selben Zeit wird erzählt, nee, du sollst ihnen den Koran nicht geben. Die könnten den Koran ja falsch verstehen. Ach so. Ihr habt jetzt nach 250.000 Beiträgen Anti-Islam-Propaganda, habt ihr jetzt Angst, wenn sie den Koran lesen, dass sie dann den Islam falsch verstehen? Also ich glaube wirklich, also wenn ich zu solchen Leuten, dann wird mir dann gesagt, ja, beleidige nicht, das ist nicht vom Islam. Ja, was soll ich hier noch zu sagen? Außer dass der das erzählt hat, ja, wenn man sagt, der hat zu heiß gebadet, das ist wirklich ein Kompliment. Ja, man hat Angst, der versteht vielleicht, wenn er den Koran liest, versteht den Koran falsch. Ja, nach 1 Milliarde Missinformationen, die jeden Tag irgendwo in der Zeitung, irgendwo im Fernsehen, irgendwo im Radio verbreitet werden. Also, aber das ist alles nur, weil man eine Schleimspur ziehen will, von hier bis nach Agadir oder von hier bis nach Ankara oder in andere Länder. Ja, und sagt den Leuten praktisch mit anderen Worten, nein, deutsche Bevölkerung, lest den Koran nicht, ihr könnt ihn falsch verstehen. Ja. Ich sage zu diesen Leuten nur, fürchtet Allah, denn glaubt es mir, wenn ihr Schleimer weiter versucht, die Dawa zu stoppen, dann werdet ihr am jüngsten Tag sehen, was euch passiert. Ja. Denkt ihr wirklich, ihr könnt den Islam gut darstellen, indem ihr den Islam nicht als Islam darstellt? In welchem Film wohnt ihr eigentlich? Subhanallah. Dann an die Muslime, die sich an dem Projekt beteiligen. Brüder und Schwestern, ihr seid momentan in einer Situation, die man vergleichen kann mit der Zeit des Propheten a.s. Natürlich haben wir nicht die Huld der Sahaba. Ja, natürlich haben wir keinen, der auch nur annähernd im Entferntesten ein Anführer ist mit der Persönlichkeit des Propheten a.s. Und das ist gar keine Frage. Aber trotz alledem sehen wir, umso weiter die Dauer kommt, umso stärker wird sie bekämpft. Und ihr müsst wissen, ich habe damals den Ibrahim Abu Naji kennengelernt im Juni 2005. Wir haben jetzt April 2012. Das heißt, das sind fast 7 Jahre her. Ja, fast 7 Jahre her. Und die Dawa des Propheten, a.s., die laute Dawa, die ersten 3 Jahre waren still und die letzten 7 Jahre, die waren. Und danach die 7 Jahre, die waren laut. Im 10. Jahr wurde die Dauer fast komplett gestoppt.
Das heißt, es waren erstmal harte Jahre gewesen. Ja, es könnte sein, dass es hier sich ähnlich entwickelt, nachdem man richtig Gas gibt mehrere Jahre, dass man versucht, alles zu stoppen. Man hat uns praktisch die Moscheen verboten, indem man die Leute eingeschüchtert hat. Man hat Hallen-Vorträge fast unmöglich gemacht. Kundgebungen sind noch möglich. Und das ist auch das, was uns zu Kundgebungen bewogen hat, was Leute gar nicht kapieren. Es kommen Leute, die labern irgendeinen Schlust, weil sie selber gerne reden hören. Erzählen, ja, durch die Kundgebung haben wir Probleme bekommen. Ja, welche Probleme habt ihr denn bekommen? Dass man in der Zeitung Islamist geschrieben hat? Sollen sie Islamist schreiben? Sollen sie radikaler Islamist? Ich mache demnächst eine Internetseite auf, die nenne ich dann radikale Islamisten oder so. Interessiert doch keinen. Was, sind wir Heuchler oder was? Was haben wir Angst davor, weil der Käfer XY oder irgendein Feind Allahs irgendwas gegen die schreiben soll und schreiben, was sie wollen? Was ist los? Nee, wir haben keine Probleme wegen den Kundgebungen bekommen, sondern wir haben die Kundgebungen gemacht, weil wir Probleme bekommen haben. Weil wir gar nicht mehr in Hallen, weil uns Hallen andauernd abgesagt haben. Ach so, was ist denn die Alternative, Frau Schlau? Was ist die Alternative? Ja, die Alternative ist, keinen Vortrag machen. Das ist die Alternative. Das heißt, du kannst in der Moschee nicht, kannst in der Halle nicht. Was ist die Alternative? Ja, dann lassen wir es halt. Dann lassen wir uns halt unterdrücken. Aua, aua, aua. Och, wir sind so unterdrückt. Nee, Leute, ist nicht die Einstellung vom Muslim. Und die Einstellung vom Muslim ist, dass er, wenn die dem eine Mauer in den Weg stellen, dass der denen einen Tunnel in die Mauer reintritt. Das ist die Einstellung von einem Muslim. Bruder, welchen Koran haben wir gelesen? Und deswegen, Brüder und Schwestern, wenn die euch auf den Keks gehen oder wenn irgendjemand gegen euch redet, wisse, der Weg, der da war, ist steinig. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّنَا عَلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Und wir werden euch so lange auf die Probe stellen, bis wir diejenigen von euch kennen, die sich einsetzen und die standhaften und bis wir eure Taten auf die Probe gestellt haben, das, was über euch berichtet wird. Deswegen lasst euch, macht weiter. Glaubt es mir, wenn sie euch keine Genehmigung mehr geben, dann nehmt euch eine. Der Bruder Imam Thomas, der hat jetzt schon angefangen, ja. Der hat das auch schon zu mir gesagt, wenn die uns die Stände keine Genehmigung geben. Und das ist nur eine Bestätigung dafür, dass wir richtig sind. Es wird nur der Koran verteilt. Ohne irgendeinen Link auf irgendeine Internetseite. Ja, das sind die bösen Salafisten. Die wollen die Leute nicht zum Islam bekehren, sondern zum Salafismus. Ach so, das heißt ja dann, weil die Übersetzung ist nicht von einem sogenannten Salafisten geschrieben worden. Das heißt also dann, wenn man den Koran liest, ja, wenn man sich mit dem Koran beschäftigt, dann kommt man zwangsläufig dann zum Salafismus, heißt das dann. Dann heißt das halt so, Salafismus, der sogenannte Salafismus, das ist der Islam, der sich am Koran hält. Das heißt, dann müssen wir alle Salafisten sein, das ist doch cool. Alhamdulillah. Das dazu. Deswegen macht weiter und geht keinen Millimeter zurück. Glaubt es mir. Das Ziel, was haben wir gesagt? 25 Millionen Korane. Und ich habe jetzt vor kurzem mit einem Engländer gesprochen, der den Islam angenommen hat. Der war bei einem Freund von mir in Katar gewesen. Und ich habe über Skype mit dem geredet. Da habe ich ihn gefragt, wie bist du eigentlich zum Islam gekommen? Der ist ungefähr 27 oder so. Der ist auch aktiv in der Dawa in Großbritannien. Dann hat er gesagt, ich bin einmal durch die Straßen und hat mir einer einen Koran gegeben. Und Jahre später habe ich dann angefangen, diesen Koran zu lesen und bin dann zum Islam gekommen. Jetzt eine deutsche Frau, die ist 50 Jahre alt, die hatte einen Traum gehabt. Ne? Und in dem Traum hat sie Leute gesehen, die im Paradies sind. Ja, also ihr erschien das als Paradies und da wurde zu ihr gesagt, das sind die Leute, die sich ergeben. Sie hat sich nichts dabei gebracht. Kurze Zeit später kam zu ihr ins Geschäft ein Muslim, hat ihr einen Koran geschenkt. Da hat sie den Koran gelesen und hat gelesen, ja, dass man sich Gott ergeben soll. Und das hat sie zum Islam gebracht. Ja, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, Leute, es gibt Geschichten von Leuten, die haben einen Koran bekommen. Und irgendwann, 10 Jahre später, haben sie darin gelesen und haben dann den Islam angenommen. Deswegen, wenn man es schafft, 25 Millionen Koranexemplare zu verteilen, ja, dann wird man es, dann glaubt es mir, es ist davon auszugehen, dass Millionen von Menschen, inshallah, den Islam in Deutschland annehmen.
Ach, und jetzt wird das Projekt inshallah in die ganze Welt reingebracht. Überall. Unser Ziel ist es, nicht den Islam nur in Deutschland in jedes Haus zu bringen, sondern in jedes Haus auf der Welt. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist es, dass der Islam die Weltreligion Nummer 1 wird. Ja, und da ist es um sowas von egal, wer alles rumspringt und rumhüpft. Und wir sagen es nochmal zu Merkel und Co. Nehmt den Islam an. Zu eurer eigenen Sicherheit. Und um das genau zu betonen, mit eigener Sicherheit meine ich nicht, dass wir euch irgendetwas antun. Allah sagt im Koran, Sure 2, Vers 256, La ikraha fid din, es gibt keinen Zwang im Glauben. Wir haben kein Interesse daran, jemanden dazu zu zwingen, den Islam anzunehmen, weil gezwungener Islam würde nichts bringen. Wir wollen die Menschen mit der Erlaubnis Allahs vor der Hölle retten. Sondern für die eigene Sicherheit im Jenseits, dass wenn man stirbt, dass man nicht für alle Ewigkeit in die Hölle geht. Wir sagen euch, nehmt den Islam an, bevor es zu spät ist. Ganz klar und deutlich. Und das sagen wir nicht, weil wir jemanden bekämpfen wollen, sondern wir wollen nur einen bekämpfen, den Satan. Auch für euch. Weil wir für jeden Menschen das Beste wünschen. Dann für unsere Freunde von den Medien, ja, wollten wir nur sagen, ich wollte mich nochmal, wir könnten euch ja eigentlich, könnten wir euch als unseren Geheimdienst bezeichnen, weil ich weiß gar nicht, wem ich mehr danken soll als euch. Ja? Also ich wollte den Medien nochmal sagen, weil er, ach so, Entschuldigung, ich meine natürlich, wem ich mehr danken soll als euch, nach Allah subhanahu wa ta'ala natürlich. Weil so viel kostenlose Werbung, wie ihr für dieses Koranprojekt ja, uns gegeben habt, das ist wirklich unbezahlbar. Und deswegen gebe ich euch, weil ihr euch ja so viel Mühe gebt, das Projekt auch richtig zu promoten, ich wollte euch noch ein paar kleine Promotion-Tipps geben. Ja, immer, niemals, niemals etwas Positives erwähnen. Ja, niemals sagen, oh, diese Leute, die sind für den interreligiösen Dialog oder das sind moderate Muslime, die sich für die friedliche Nebeneinander und so weiter. Nie sowas schreiben. Es kommt nicht gut an, das interessiert keinen Menschen. Die gehen dann an unseren Ständen vorbei und das interessiert keinen. Ja? Immer schon schreiben, radikale Islamisten wollen den Islam und der Verfassungsschutz. Das ist viel, viel besser, weil das ist, macht die Sache viel interessanter. Ja? Ihr könnt euch das ja selber vorstellen, ja, wenn man jetzt an den Islamstand vorbeigeht und da wird vorher gesagt, oh, die sind ganz gefährlich. Ja, gerade die Jugendlichen, die interessiert das richtig. Die haben Lust, mit coolen Leuten zusammen zu sein und nicht mit irgendwelchen Schleimern und Langweilern. Ja? Deswegen immer schön darauf achten, ja? Niemals irgendwas erzählen, ja, friedlich miteinander einsetzen, so braucht ihr gar nicht zu erwähnen. Erwähnt einfach nur, ja, und da war schon ein Arid Ukra und er ist bekannt mit denen und bla bla. Ne? Das ist das Beste. Weil das macht die Sache, das gibt der Sache die richtige Würze. Ja? Und deswegen, und natürlich für die Muslime auch nochmal an dieser Stelle, macht viel Dua für dieses Projekt, dass wir es schaffen, inshallah. Übrigens, ich wollte betonen, ich bin nicht der Initiator dieses Projektes. Ich hatte vor mehreren Jahren eine ähnliche Idee gehabt. Das heißt, dass man zum Beispiel diese Flyer in die Briefkasten reinschmeißt, weil halt unser Ziel immer gewesen ist, jeden Haushalt zu erreichen. Nur man muss halt einfach zugeben, dass ein Koran viel effektiver ist. Es gibt jetzt einige Leute, die sagen, der Koran würde dadurch einen Wert verlieren. Das ist völliger Schwachsinn. Weil ganz im Gegenteil, umso mehr über den Koran geredet wird, umso mehr der Koran gelesen wird, umso mehr Wert hat er auch. Und außerdem, der Koran wird nicht verteilt wie ein Flyer, sondern die Leute kommen auf einen zu und reißen ihn förmlich aus der Hand und freuen sich darüber. Ja, und es ist ein Verbrechen als Muslim, jemanden dazu aufzurufen oder die Menschen davon abzuhalten, die heilige Schrift des Islams in der ungefähren Bedeutung zu lesen. Das ist ein Verbrechen vom Allerfeinsten. Ich weiß nicht, wie die Leute, ja, mit diesen heuchlerischen Eigenschaften, wie die das am jüngsten Tag verantworten sollen. Dann gibt es die Worte, ja, Nicht-Muslim soll der Koran anfassen. Erstmal, das ist kein Koran in dem Sinne,
ja, wie das arabische Original. Das arabische Original, ja, das soll man mit Wudu anfassen und so weiter, obwohl es da auch Meinungsverschiedenheiten gibt in diesem Bereich, aber das hat nichts mit der Übersetzung zu tun. Ja? Das wollte ich nur an dieser Stelle gesagt haben, weil es wird Leute kommen, es werden Heuchler eingesetzt werden, die versuchen werden, euch davon abzubringen, dieses Projekt zu entscheiden und dieses Projekt zu lassen. Deswegen sage ich euch nochmal, schreibt euch von mir aus an den Spiegel, damit ihr das Ziel nicht vergesst. Jeden Tag, wenn ihr in den Spiegel guckt, schreibt euch von mir aus mit einem Lippenstift oder was auch immer, schreibt euch 25 Millionen. Damit ihr es nicht vergesst und euer Herz dafür schlägt, diese Botschaft in jedes Haus zu bringen. Dies ist die Botschaft. Und merkt euch eins. Wo keine Hakran alleine, Nasrullah.